Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge GTA 5 Real Life Mod auf dem Kanal des Hundes. Und tatsächlich sind wir heute in der ersten Folge der Real Life Mod, wo wir den Hund der Familie spielen. Und wir werden heute einfach mal gucken, was unser kleiner Shiba Inu, also es sieht irgendwie so komisch aus, dass ich mich selber spiele, der kleine Shiba heute alles so macht, wenn eigentlich niemand da ist. Denn die ganze Familie ist auf Schule, ist in Arbeit und ja, wir sind jetzt ein Shiba Inu. Und Leute, wenn ihr mehr Ideen habt für die Real Life Mod, dann lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare rein, vergesst nicht gerne ein Like da zu lassen auf dieses Video und vergesst auch nicht, wer so nicht gemacht hat, gerne zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, weil wir sind echt schon Road to 300k, wir gehen auf die 300.000 Abonnenten steil zu, würde mich auf jeden Fall freuen und ich würde sagen, jetzt starten wir durch, nachdem wir hier nochmal Instagram eingeblendet haben, weil wir auf Instagram sehr aktiv sind, ne, lieber Hündchen hier du. So, würde ich mal sagen, starten wir gleich mal durch, hier ist der Hund von Oma Ulrike. Tatsächlich, das ist ein anderer Hund, also der zwei Hunde. Der hat so einen schwarzen Labrador oder da hat sie doch mal so einen Golden Retriever hat sie noch. Ja, du bist auch süß, ne? Aber das ist eigentlich mein Revier hier. Dann gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Ich finde das lustig, wenn die Familie jetzt zu Hause ist. Dann können wir jetzt erstmal als Hund ein bisschen alles erkunden hier. So, ich habe sowieso das Grundstück fast nie erkundet mit euch, Leute. Ich hab nie so viel das Grundstück gezeigt. Vor allem, ich wusste gar nicht, dass da so ein Weg lang geht bis jetzt. Ja, moin, wieder was dazugelernt. Wir können sogar als Hund schwimmen gehen. Funktioniert das wohl? Ich weiß es nicht. Aber süß, auf jeden Fall cute sieht's aus. Wo bin ich jetzt? Ach, jetzt bin ich wieder hier, super. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen Unfug, oder? Wollen wir mal ein bisschen in die Stadt gehen? Ich meine, merkt doch eh keiner, wenn wir jetzt da weg sind. Wie gesagt, oh, scheiße, das ist der Onkel. Komm, hau mal schnell ab. Oh, warte mal, Hund, zurück. So. Erstmal gegen die Wand laufen. So kenne ich ihn. So, wie gehen wir am besten in die Stadt, Leute? Das Problem ist, wir sind ein Hund. Ganz klare Sache. Ich würde mal sagen, wir holen uns mal ein Auto oder irgendwas. Ja, ich weiß, ich bin ein Hund, der Auto fahren kann. Warum auch nicht? Ich habe auch Kopfhörer auf. Jetzt können wir mal die ganze Nachbarschaft hier erkunden, Alter. Wie die da alle wohnen. Ach, die ganzen Schnösel, ey. Oh, da kriegen wir mal ganz viele Zecken mit, wenn ich hier durchrenne. Leute, können wir als Hund ein Auto klauen? Ich meine, wir können es probieren. Alter, überfahr mich nicht, ich bin Hund. Oder der Stoßstange ist schon fast ab. Ja, verpiss dich. Wer kann ich da drauf hupfen? Den kann ich nicht. Schade. So, ich probier's mal. Können wir als Hund den Wagen hier klauen? Ich. Oh mein Gott. Tatsache! Es geht einfach. Oh mein Gott. Okay, super. Okay, jetzt müssen wir durchschauen. Riecht die Karre auch an? Ich habe anbekommen, aber ich kann nicht fahren. Warte mal, ich steig mal aus. Muss doch gehen, Alter. Das muss doch gehen, Digi. Oh mein Gott, es geht. Es geht. Ich fahre als Hund Auto, Leute. Wir haben Auto geklaut als Hund. Ja, gehen wir einmal einkaufen, ne? Komm, gehen wir mal einkaufen mit dem Shibi. Ach du Kacke, okay, Hunde können nicht Auto fahren. Das ist schon mal auf jeden Fall eine Sache. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich gehe lieber zu Fuß. Taxi, Taxi, Taxi. Ja, wir können kein Taxi rufen, schade. Ich könnte die Polizei rufen und dann ein Polizeiauto klauen. Weißt du, was geil wäre? Ein Cabrio. Würde ich voll feiern, wenn wir ein Cabrio... Ach, weißt du was, ich nehme die Corvette mit. Ich nehme schon die Corvette mit. Das sieht einfach so bescheuert aus. Ich finde es lustig, dass das überhaupt geht in GTA. So, was machen wir jetzt? Geh mal auf die Hundewiese. Geh mal jetzt einen Hund kennenlernen. Ich weiß nicht, was wir machen. Heute ist hundefreier Tag für uns. Familie, nichts zu Hause. Da kann es schon mal die Sau rauslassen, so. Weil keiner wird sich denken, oh, wo ist unser Hund hin? Wo ist unser Herr Shibi hin? Ah, er ist weg. Ja, nicht so schlimm, Digi. Habt ihr ein bisschen Bock auf Unfug? Ich glaube schon, ne? Dann machen wir mal ein bisschen Unfug. So, da habe ich schon eine kleine, aber feine Idee. Und zwar, ich hätte gerne ein neues Schmuckhalsband für mich. So, verpissen wir uns hier mal. Da kann ich eigentlich meine Waffe zücken. Ich probier's mal. Tatsache. Auf den Boden! Geh sie auf den Boden. Ich bin Hund mit dem Schalldämpfer. Oh, ich kann aber nicht schießen. Schade. Aber ich könnte mir eine Granate werfen. Ach du Scheiße. Wie sieht denn das aus? Ich kann gute Tricks. Gut, ich pack das mal lieber weg, bevor hier die Polizei kommt. Da vorne ist er irgendwo. Da kann man reingehen, Schmuck kaufen. Bin ich hier richtig? Tatsächlich. Morgen. Ich bin hier, um Schmuck zu kaufen. Ich hätte kein Halsband. Mal gucken, ist da jemand? Können wir eigentlich ins Internet gehen? Ich bin ins Internet. Ich glaube, das geht nicht. Super geil. Ey, wir können dorthin, wo du sonst nicht hinkommst. Guck mal, wir können hier direkt gucken. Kann ich das mitnehmen? So. Hä, was denn? Ach du Scheiße. Oh, die haben ja... Och, nee. Geh weg, ich bin Hund. Lass mich in Ruhe. Jetzt kriegst du das mit mir zu tun, Alter. Jetzt kriegst du das mit mir zu tun. Ey, komm her. Komm her. Ich hau dir so die Prügel raus. Warte, kann ich eigentlich... Ach, ich habe ja auch die Lasso-Mod drin. Komm her, du. Wie das aussieht, guck mal. Und schau, wenn Simon jetzt da durchkommt. Warte, kann ich dich eigentlich... Kann ich nicht... Oh, ich kann ihn fesseln und mitnehmen. Super. So, du bist jetzt erstmal ruhig. Der Hund kommt. Aber stell dir mal vor, so ein Hund macht das wirklich die ganze Zeit so. Ich kann ihn mitnehmen. Ich nehme den mit. Der gehört jetzt wieder der Mensch. Ich nehme den Menschen mit. Sieht vielleicht ein bisschen blöd aus, aber ist halt so. Ich habe Menschen mitgenommen. Aufpassen, nicht den Kopf anhauen. Oh, hallo. Oh, Chica, Chica. Du bist aber eine süße kleine Maus. Hm? Ey, soll ich dir mal was sagen? Ich habe da gerade einen Lan ausgeraubt. Findest du das nicht sexy? Der hat zwei Hoden.
Hey! Es ist mein Mensch! Wie das aussieht! Ist das geil! Guckt euch das an! Der macht mich fertig! In die Mülltonne mit dir, Digi. In die Mülltonne. Oh, warte mal, hau über den Kopf an. Ich hab noch nie sowas Bescheuertes in GTA gesehen. Das ist einfach nur Premium, Leute. Das nennt man Premium-Unterhaltung. So, was haben wir jetzt mit dem netten Herrn? Ich weiß nicht. Sollen wir den hier absetzen? Warte mal. Wollen Sie einen netten Mann haben? Ich setze ihn den hier ab. Viel Spaß mit ihm, ja? Warte, ich habe sogar eine Idee. Zack, die Buben. Ich weiß zwar nicht, was ich gerade mache, aber ich lasse ihn gerade los. So, viel Spaß! Hoffentlich sagt er nichts. Also, die erste Scheiße habe ich schon mal gebaut. Also, das hätte ich mir nicht gedacht, dass das so bescheuert aussieht. Wenn ich auf zwei Beinen rumhumpel mit einem Mann hinten drauf. Also, sowas habe ich in der Arche noch nie gesehen. Hallo? Ist aber ein kleiner Schnucki, hm? Kleiner Schnuckiputz. Ich hätte gerne was zu fressen. That's inconsequential. Bitte was? Hast du ein Problem mit mir? Ich habe ein Messer in der Hand, Alter. Guck mal, ich habe ein Messer in der Hand. Warte mal, kann ich ein Basie mitnehmen? Bitte sag mir, ich kann einen Baseballschläger nehmen oder irgend sowas. Mit dem ich den einen rüberpfeifen kann, Alter. Komm her, du! Du Wuppel! Ich habe einen Baseballschläger! Der Feind! Der Erzfeind! Bleib stehen! Bleib stehen, du kleiner Wuppel! Komm her, du! Du Wuppel! Ich brauche ein Auto! Ich brauche ein Auto! Ich habe jetzt nicht ernsthaft einen Stern bekommen dafür. Als Hund? Man kann als Hund einen Stern bekommen? Sag mal, wie unrealistisch ist das bitte? Sagt der Hund, der gerade ein Auto geklaut hat. Ja, verpisst euch. Habt ihr noch den fahrenden Hund gesehen, der irgendwas Scheiße gebaut hat und dann abhaut? Juhu! Ach du Scheiße! Also wenn da jetzt nicht der Nackenbruch Ahoi da ist, dann weiß ich auch nicht. Bis Gott! Lassen Sie mich rein, ich brauche ganz schnell Verbände. Ah, Scheiße. Wir haben eine Polizeiverfolgungsjagd mit dem Hündchen. Also, ich glaube, in dieser Familie ist wirklich in der Real-Life-Mod jeder asozial. Sogar der Hund. Sogar der Hund. Ich glaube, wir werden sie los. Ich glaube, ich packe mich da mal irgendwo ein. Da finden sie mich nicht. Warum zum Teufel brennt mein Auto? Warum zum Teufel brennt mein Auto? Sorry. Ich hab's erst selbst bemerkt. Der Hund ist auf der Suche nach einem Motorrad. Wird eins finden, wobei ein Fahrrad wäre auch nice. Oh, Fahrradlfahrer. Kennt ja den Running Gag von mir. Nee, wir brauchen ein Fahrrad oder ein Motorrad. Wobei Fahrrad werden wir da finden irgendwie, wenn wir da lang gehen. Da fahren ja öfters Fahrräder rum. Wäre irgendwie nice, wenn wir auf dem Fahrrad rumfahren könnten. Ich habe doch die Hunde auf dem Fahrrad gesehen. Und das möchte ich auf jeden Fall machen irgendwie. Ich muss noch schauen, dass da irgendwo ein Fahrrad kommt, ne? Ich meine, ich bin sowieso schon auf der Fahrradspur, aber da kommt keiner. Ich wollte schon immer Jetski fahren. Oh, bitte sag mir, ich kann Jetski fahren, Alter. Weißt du, jetzt war ich auf der Suche nach dem Fahrradl. Aber jetzt sehe ich dann Jetski. Oh, kann ich die Burg? Oh, ich kann die Burg kaputt machen. Hallo, ich bin Hund. Ich darf da drüber, oder? Warten Sie. Ich habe GTA 6 in der Hand gehabt. Ich will da drüber. Das ist aber unrealistisch. Hallo. Lassen Sie mich da rüber. Ich will Sie mitnehmen. Sie sehen cute aus. Warten Sie mal. Kommen Sie mit mir. Sie kommen jetzt mit mir. Ich zeichne jetzt einen echten Hasen. Nee, Sie kommen jetzt mit. Ich will jetzt mit Ihnen zusammen. Ja, Sie müssen mir ein bisschen helfen. Ich will nämlich jetzt mit Ihnen zusammen hier auf dem Jetski fahren. Geht das? So, direkt mal hier holen. Jeha! So, kommst du mit? Schnecke! Schnecke kommt nicht mit. Oh, warte mal, ich kann den Jetski. Oh, doch, es geht. Jeha! Der Hund fährt mit dem Jetski. Ahoi! Ahoi, jetzt geht's los hier, Leute. Jetzt geht's los. Ein Hund auf dem Jetski. Das ist noch besser als Radlfahren. Jeho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 h
Meine Fresse, Alter. Die können sich... Ey, die verkneifen sogar schon weg hier. Oh, Kacke, wo fahre ich jetzt hin? Wo fahre ich denn jetzt hin? Die Cops sind hinter mir her, Leute. Die Cops sind hinter mir her! Schau mal, wie sie mich verfolgen, Alter. Ich habe nur so einen Molotow in die Menge geworfen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich bin nur ein Hund. Also, bevor sie mich verdächtigen sollten, wobei, ein Hund auf dem Fahrrad. Da kann noch ein Molotow... Ah! Du blödes Stück Kacke, du! Jetzt werde ich auch nur überfahren. Das ist genau das, auf das ich gerade Bock habe. So, Leute, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, doch nach Hause zu fahren. Ich habe mir jetzt ein schnieges, geiles Motorrad gegönnt. Warum auch nicht als Hund? Und theoretisch könnten wir jetzt die supergeilen Stunts machen, die wir sonst nicht machen könnten, weil wir jetzt ein... Oh, hallo. Hallo, Chica. Aua. Ah, hallo. Ich will dich heiraten. Hallo, ich hab dich lieb. Also, wenn du mich nicht lieb hast, dann nehme ich dein Herrchen mit. Ich nehme jetzt einfach dein Herrchen mit. So. So, da musst du mir folgen, ja? Jetzt musst du mir folgen. So macht man das. So schleppt man Chicas ab. In der Hundewelt, du nimmst einfach das Herrchen mit, weil dann kannst du nichts falsch machen. Jetzt fängt das wieder an. Das sieht so fett geil aus. Ey, guck mal. Ja, sie rennt uns hinterher, super. Ja gut, ich lasse jetzt doch hier liegen. Ja, viel Spaß. Das ist jetzt die Rache dafür, dass du nicht mitkommst. So, bleib mit deinem Herrchen, ruf die Polizei oder so. Hoppala. War, glaube ich, so toll. So, jetzt muss ich aber echt ein bisschen angasen. Um 19 Uhr kommen nämlich die Eltern nach Hause, BZW Ellie und auch der Herr Sohnemann. Wenn die da den Hund nicht auffinden, dann haben die echt Problematiken. So, ich mach mal einen Stuntsprung hier rüber. Auch das war nix. Aber den machen wir jetzt, komm. Jawohl, super. Und jetzt ganz schön nach Hause. Ein paar Stuntsprünge könnten wir auch noch hinlegen. Weißt du was? Wir legen noch ein paar Stuntsprünge hin, bevor wir nach Hause fahren, ja? Okay, jetzt anschnallen, Hund. Ey, guck ich das mal an. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wie das aussieht. Oh, wir haben ihn fehlgeschlagen. Der war doch super, Alter. Kannst du mir nicht sagen, dass der fehlgeschlagen war? So, aber jetzt ganz schnell nach Hause. Ich hoffe, es merkt niemand, dass ich weg war. Aber wenn es jemand merkt, ist es nicht gut für die Familie. Die sollen nicht wissen, dass ich eigentlich eine, so wie eine gesenkte Sau, meine Party mache. Oh, scheiße. Geht's Ihnen gut? Mir geht's nicht gut. Ich hab Aua. Oh, sie haben mehr Aua als ich, sehe ich gerade. Ja, dieser Blutfleck, der kommt auf jeden Fall nicht von mir. Aua. Es ist das wieder auf die Schnauze gelegt, wortwörtlich. Au! Ich komme nicht mehr aufs Motorrad rauf, weil es so blöd dasteht. Geht doch. Tschüss. Oh, wir könnten noch durch den Drive-In. Nee, komm. Komm mal da durch. Nee, Alter, jetzt kriege ich schon wieder einen Stern dafür. Ich habe nicht mal was gemacht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß eigentlich nicht, woran es gelegen hat. Was wird da eigentlich im Polizeifunk eigentlich so durchgesprochen? Ein komischer Hund überfährt Passanten. Könnten Sie vielleicht mal nachgucken, was da passiert ist? Ja, ein Hund auf dem Motorrad. Da haben sie richtig gehört. Ich glaube, den Typen hauen sie direkt raus. Okay, jetzt nochmal ganz schön hier rein. Oh, zack, die Boom. Ich bin da. Ich bin zu Hause. Ich habe ein Motorrad mitgebracht, by the way. Ist noch ganz warm. So, Leute, ich bin erfolgreich zu Hause angekommen. Ich würde sagen, wir haben alles gemacht, was wir so als Hund machen können. Die Familie wird niemals verstehen, dass wir so ein asozialer Hund sein können. Ich würde sagen, das war's für heute mit der Real Life Mod aus einer komplett anderen Sichtweise. Das erste Mal vom Hündchen die Sichtweise. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt oder insgesamt irgendwas anderes noch an Ideen habt, dann lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren, komplett kostenlos und natürlich einen Like dazulassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ich würde sagen, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal und damit Tschüssikowski!